So, ich habe mehrmals gefragt bei unserem Show-Act, ich durfte nicht mittanzen. Und deswegen geht's jetzt hier mit Fußball weiter. Und zwar mit dem SV Werder Bremen gegen Union Berlin zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Vorrunde. Und damit haben wir zwei Teams, die nicht gut reingekommen sind ins Turnier. Werder Bremen 3:7 gegen den VfB Stuttgart, Union Berlin 1:4 gegen den VfL Bochum. Also entweder punkten beide oder einer befreit sich von beiden gleich mit dem ersten Sieg im Turnierverlauf. Vier Sekunden abgelaufen. Ballbesitz Werder Bremen. Abschlussversuch. Gut aufgepasst von Oskar Welsand. Einem der auffälligeren Akteure bei Union, der auch hier immer wieder im Spielaufbau mit einbezogen wird. Haben wir die Führung für Werder Bremen. Henrik Faschel. Also nach frühem, hohem Rückstand der Werderaner wird diese Einzelführung gut tun. Sie waren im ersten Spiel noch gar nicht richtig da. Wir schauen, wie es jetzt aussieht. Außennetz. Alec Shabani. Mit der ersten Chance für Union Berlin. 4-Sekunden-Regel abgelaufen. Freistoß für Union bei ihrer zweiten Teilnahme. Hier beim Fürwick Cup. Überhaupt. So. Freistoß, Richard Langer, Abschlussversuch durch Pepe Kischke. Werder am Ball. Gut aufgepasst, guter Ballgewinn. Und der wird nicht belohnt für Shabani. Hat er gut antizipiert. Oh, langer Ball. Ballbesitz Union. So, nächster Angriff für Werder Bremen. Und da der weite Ball und das 2:0 für den SV Werder Bremen. Da geht er vom Feld noch, der Torschütze. Die verdiente Pause, Leo Isufi. So, jetzt sehen wir's. Klasse Distanzschuss. Gut geschaltet. Es war Caleb Agimangwas.
So, da haben wir die Bank von Werder Bremen. Der zweite von links, das ist der Trainer Markus Fieler. Zweite von links, 34 Jahre jung. Ein Werder-Urgestein. Nächster Treffer hier für Werder Bremen. Linus Böttcher. Also, 3:7 im ersten Spiel. Jetzt 3 Minuten. Hier mit der Bande gespielt, hochgeschaut und ganz überlegt abgeschlossen. Gut gemacht. Also Markus Fieler, der Trainer der Werderaner. In Bremen geboren. Selbst in der Jugend gespielt für den SV Werder Bremen. Und jetzt Trainer in der Jugendabteilung der Werderaner. Also ein Leben lang grün-weiß, kann man bisher sagen. Gleichzeitig auch Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Die Bandbreite für Trainer, auch im Jugendbereich heutzutage, immer breiter. Immer mehr Facetten, die reinkommen. Die Ausbildung wird immer vielseitiger. Viele Trainer bilden sich auch außerhalb des Fußballs fort, weil einfach so viele Aspekte mittlerweile in der Jugendausbildung dazugehören. Da ist Markus Fieler so ein Beispiel. Wird jetzt wesentlich zufriedener sein mit diesem Auftritt. Also Müller wie immer heiß begehrt im Publikum. So, gibt es jetzt mal einen Treffer für Union. Es gibt den Treffer für Union. Durch Alec Shabani, den bisher auffälligsten Offensivspieler der Berliner. Kopfballvorlage kam von Richard Langer, dem Kapitän. Und Shabani vollendet diesen Angriff. So, gut quergelegt hier mit dem ersten Kontakt von der Bande, eben von Leo, die Sophie. Bremen bleibt im Ballbesitz. Abschlussversuch von Tim Teschke. Nächster Angriff, nächster Abschluss. Ja, jetzt ein 2:3 und wir bekommen nochmal richtig Musik hier in diese Partie. Genau, ist über die Mittellinie, dann zählen die 4 Sekunden nicht mehr. Hier mit dem Gesicht. Oh, der war am Innenpfosten. Nächster Schussversuch. Keine Chance für Hugo Jung, einmal durchzupusten. Und jetzt ist er da. Eventuell nicht Hugo Jung, jetzt für alle Bremer. Wir haben die 25 und das ist ja der Torhüter hier nicht auf dem Spielberichtsbogen. Ich gehe mal davon aus, da die Bremer auch nur einen Torhüter im Kader haben, zumindest hier gerade sichtbar, dass es sich um Hugo Jung handelt und hier handelt es sich um Leo Issoufi, der zum 4:1 trifft für Werder Bremen. Stark gemacht, genau isoliert, genauso wie man es machen muss. Freien Raum genutzt, mit Tempo reingedribbelt auf den Gegenspieler zu, um dann den freien Mann anzuspielen. Sehen wir hier noch viel zu wenig heute im Turnierverlauf. Das hier war gut gespielt. So, nächste Offensivaktion, Union. Richard Langer gegen alle. Pflügt sich dadurch halb Norddeutschland. Da ist wieder Langer. Mit dem Versuch, gibt nochmal Eckball. Ja, Abstand nicht eingehalten. Nächster Versuch. Ball war immer noch nicht frei. Ja, auf Pfiff. Das ist ungewohnt. Die Jungs wollen kicken. Aber es ist genau richtig. Und es muss halt einheitlich gepfiffen werden. So, angepfiffen. Es geht los.
Abschlussversuch über die Bande. Auch starke Einzelaktion. Auch sehr auffällig im ersten Spiel hier schon. Berlin, Sadu, Berry. Jetzt gegen zwei. Und Ballbesitz bleibt bei ihm. Ja, Abstand nicht eingehalten, genau. Ja, Bremen macht das gut. Nimmt immer so ein paar Sekunden von der Uhr. Hier nochmal im Weg stehen. Behaupten damit die 4:1 Führung. Sehr gut. Zwei Minuten noch zu gehen. Ja, von der Berliner Bank kam jetzt auch gerade mal der Hinweis, schwierig die Zeit. Merken auch, dass die Bremer hier mit vielen kleinen Momenten immer wieder ein paar Sekunden runternehmen von der Uhr. In der vorletzten Fury Cup Ausgabe 2020 können sich ja, die Bremer Fans vielleicht noch an Keke Top erinnern. Und die Schalker werden jetzt schon ganz nervös. Was ist denn mit Keke Top? Ja, der 2020 hier für Werder Bremen. Tolles Turnier gespielt, wurde bester Scorer im Turnierverlauf und ist jetzt eben Profi bei Schalke 04. Hatte unter Trainer Reis kaum Einsatzzeiten. Und unter dem neuen Trainer schoss er jetzt sein erstes Profitor. Die Fans fordern ihn zum Beispiel heute Abend im Topspiel gegen den HSV. Gab Gerüchte unter der Woche, dass Brian Lassme, der ehemalige Bielefelder, heute dort von Anfang an starten soll. Und da gingen die Fans schon auf die Barrikaden. Und Keke Top eben erst vor 3 Jahren. Und das ist das Außergewöhnliche. Erst vor 3 Jahren hier in Lübeck auf der Platte gewesen. Und jetzt Hoffnungsträger in der Profimannschaft von Schalke 04. Wir haben ihn hier sehr, sehr intensiv begleitet, ist mir sehr gut in Erinnerung geblieben, weil er wirklich ein fantastisches Turnier gespielt hat. Nächste gute Möglichkeit hier für Oskar Engel, für Union Berlin. Aber Werder wird sich 15 Sekunden vor dem Ende rehabilitieren für einen schwachen ersten Auftritt. Sie werden mit dem ersten Dreier hier gleich in das dritte Spiel gehen und Union Berlin nach 1:4 gegen Bochum, auch 1:4 gegen Werder. Fehlstart, gleich geht's weiter.